So, hallo, ihr seid wieder zurück. Hier seid ihr richtig bei Optionsstrategien TV, unserem YouTube-Kanal für den Handel von Optionen. Und in einem der letzten Videos haben wir über meine besten Trades im Jahr 2015 gesprochen. Wir machen euch den Link nochmal hier irgendwo mit rein. Und heute sprechen wir mal über den schlechtesten Optionstrade, den ich je gemacht habe. Als Optionsverkäufer ist es ganz normal, ihr könnt jeden Optionsverkäufer fragen, was war dein schlechtester Trade? Und ihr werdet immer einen, jeder Optionsverkäufer wird so eine Story haben, die er euch erzählen kann. Und ich erzähle euch jetzt gleich meinen schlechtesten Trade, den ich gemacht habe und warum ich im Nachgang jetzt nach vielen Jahren, ein paar Jahre später, sehr, sehr froh bin, diesen Trade gemacht zu haben mit den ganzen Fehlern, weil ich da etwas sehr, sehr Wichtiges gelernt habe über den Handel von Optionen und über den Börsenhandel überhaupt. So, und wie sich das gehört von der guten Geschichte, fangen wir an. Es war einmal, also es war ein paar Jahre her und ich habe damals Future-Optionen hauptsächlich gehandelt, also eigentlich genau das Geschäft, was ich heute noch mache, aber ich habe damals zwei Dinge vollkommen unterschätzt, nämlich ich habe zum einen unterschätzt, wie stark sich Trends beschleunigen können und zum anderen habe ich die Auswirkungen der Volatilität überhaupt noch nicht richtig einschätzen können. Und ich glaube, das muss im Jahr 2007 gewesen sein, hatte ich einen Trade auf Weizen. Und Weizen war in einem Aufwärtstrend und ich hatte einen Short Call. Das heißt, ich habe gegen den Trend gehandelt. Das kann man schon mal von vornherein als eine ziemliche Dummheit anschauen, aber nun war es einfach so. Und ich habe das die ganze Zeit damals gemacht. Das heißt, ich habe schon genau noch so wie heute auf so Dinge geachtet, dass ich gesagt habe, okay, ich verkaufe eine Option mit einem Delta von 10. Das heißt, ich habe eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trade aufgeht. Und ich habe aber zum Beispiel null darauf geachtet, wie ist die Volatilität. Und ich war mir auch dessen gar nicht so bewusst, wie Trends sich beschleunigen können. So, und jetzt war es so, ich gucke gerade mal, ob man das vielleicht hier, ich sitze eh gerade an meinem Rechner. So, hier, das war also das Ding, ne? 2007 hier, diese riesige Aufwärtsbewegung, die wir hier im Weizen hatten. Und ich hatte irgendwo hier oben, ich weiß nicht mehr genau wo, hatte ich halt einen Call geschrieben. So, und jetzt drehen wir die Kamera wieder um und er kommt wieder hier zu mir. So, und jetzt war es halt so, dass ich diesen, ich kann mich noch ganz genau erinnern, es war an einem Donnerstag und ich hatte diesen Short Call, er lief ganz, ganz ordentlich gegen mich und wir haben Donnerstag damals immer noch gepokert, also Kumpels von mir, wir haben uns immer Donnerstagabend getroffen, das war so unser Herrenabend und keiner von uns war verheiratet, wir waren alle noch jung und ledig und wir haben uns immer getroffen und ich, an dem Tag war es bei mir. Und meine Kumpels waren da und wir haben Poker gespielt und ich hatte so auf so einem Sideboard hatte ich einen Laptop stehen mit einem Bildschirm und da liefen die Weizenkurse durch. Und die haben schon gemerkt, haben gesagt, was ist denn los? Und ich so, ja, ist alles gut, weil meine Position natürlich schon mega unter Wasser stand. Ne? Also ich war schon deutlich hinten und hatte also schon viel mehr verloren, als ich nach meinen Regeln hätte verlieren sollen. So, und damals habe ich das halt noch nicht so richtig, oder in dem Moment noch nicht so richtig gerafft, dass ja der Preis sich sehr, sehr beschleunigen kann und dass auch die Volatilität so hoch gehen kann. Und das setzte sich dann am Freitag fort. Am Freitag stieg der Preis weiter. Ich habe wieder Geld verloren, habe die Position aber aus irgendeinem Grund immer noch nicht zugemacht. Und dann kam das ganz Verrückte, nämlich es wurde Wochenende und ich habe dann angefangen wirklich zu suchen, was könnte denn jetzt den Preis zum Fallen bringen im Weizen. Ich war also, mein Strike war immer noch entfernt. Ich war noch bei Weitem noch nicht in the money. Aber durch die stark angestiegene Volatilität waren also meine Calls, ich hatte glaube ich zwei oder drei Calls, waren halt so richtig unter Wasser. Und dann habe ich halt irgendwo gelesen, dass, also in irgendeinem Marktbericht der CME und was weiß ich, alle möglichen Webseiten durchgeschaut am Wochenende. Und da habe ich dann gelesen, dass der Weizen deswegen im Preis so steigt, weil es nicht regnet. Und jetzt habe ich angefangen, das war das vollkommen Idiotische, jetzt habe ich angefangen, am Wochenende amerikanische Wetterberichte mir anzuschauen
ob es denn nicht endlich in Illinois, in Iowa, also da, wo überall dieses Getreide angebaut wird, ob es denn da nicht endlich regnet. Und vollkommen verrückt, dass man, also was man da für Sachen macht. Und das Ganze ging dann so weit, dass ich dann am Montag früh um 13:30 aufgestanden bin, habe mich vor meinem Rechner gesetzt und habe erstmal zugeschaut, wie die Preise zur Eröffnung weiter angestiegen sind. Der elektronische Handel hat damals 13:30 in der Nacht eröffnet und dann ging es natürlich weiter. Es ging weiter nach oben, es hat natürlich nicht geregnet und irgendwann kam dann meine damalige Freundin, jetzige Frau, die kam dann bloß so, guckte, was ich da im Wohnzimmer sitze und auf dem Laptop starre und hat nur so eine Handbewegung gemacht. Und hatte sie natürlich recht. Jedenfalls, Ende vom Lied war, irgendwann ganz entnervt, habe ich dann am Montag früh die Positionen geschlossen mit einem sehr, sehr großen Verlust. Also ich glaube, ich habe damals für diese drei Optionen um die $1,000 eingenommen und habe dann, glaube ich, mit $10,000 Verlust geschlossen. Also dem Vielfachen von dem, was ich natürlich hätte eigentlich zulassen dürfen. Also ich hätte, wenn ich $1,000 eingenommen habe, maximal $1,000 verlieren dürfen. Aber es ist eben das Neunfache geworden. So, ich bin jetzt aber mittlerweile damals natürlich am Boden zerstört, ganz klar, ne? 10.000 Euro in, oder $10,000 da in ein paar Tagen verloren. Aber mittlerweile bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung, denn ich habe sehr viel daraus gelernt. Und zwar, ich habe gelernt zum einen, wie wichtig es ist, die Volatilität zu beachten, dass man eben Optionen wirklich immer nur verkauft, wenn sie teuer sind, das heißt in einem hohen Volatilitätsumfeld. Wenn du Optionen hast, die niedrig gepreist sind, weil die Vola so niedrig ist, dann hast du immer das Problem, wenn die Vola anspringt und du dann vielleicht noch an der falschen Richtung positioniert bist, dass es dir dann gleich zwei Dinge um die Ohren haut, nämlich die Vola und die Preisbewegung. Zum anderen habe ich gelernt, dass man nicht gegen Trends handeln sollte. Also wenn man ganz klar einen Trend hat und Weizen war gerade damals auf ein neues Mehrjahreshoch ausgebrochen, da setzt man einfach keine Positionen dagegen. Wenn jetzt irgendein Preis ein neues Mehrjahrestief macht oder ein Jahrestief, setzt man keine Puts dagegen. Das macht man einfach nicht, weil man nicht abschätzen kann, wie weit so ein Trend läuft. Natürlich jetzt im Nachgang betrachtet waren die Preise damals viel zu hoch und hätte ich vielleicht noch 2-3 Monate ausgehalten oder vielleicht nur 2 Wochen oder so, weil auch übrigens hat dann am Dienstag angefangen zu regnen und dann sind auch die Preise gefallen, ne? Also so wie es sein muss. Aber man handelt nicht gegen die Trends, weil Trends einfach völlig irrational viel länger laufen können, als wir uns das vorstellen können. Und zum Dritten war es natürlich so, dass ich dann erkannt habe, dass so ein einzelner Trade wirklich nicht wichtig ist, weil hätte ich den Trade ganz normal nach Regeln zugemacht, also bei $1,000 minus, ja, dann hätte ich halt $1,000 verloren. So, jetzt habe ich aber dem einzelnen Trade eine viel zu große Bedeutung gegeben. Also ich hatte ja irgendwelche Gründe, was weiß ich, Kottdaten oder was auch immer, warum ich diesen Trade gemacht habe. Ne? Es war ja nicht so einfach so aus der Hüfte geschossen, sondern ich habe ja Gründe gehabt. Aber wenn der Markt dir halt sagt, dass dein Trade nicht so läuft, wie er laufen soll, und das zeigt er dir ganz konkret an Zahlen, dann musst du anhand der Zahlen dann auch sagen, so, es sollte nicht so sein, dann mach den Trade zu. Und dann verlierst du den Tausender und ich wüsste heute nicht mal mehr, dass ich diesen Trade gemacht habe. Ich weiß es nur noch deswegen, weil es mein dramatischster Verlust war in einem einzelnen Trade, gar nicht mal so sehr von der Summe her, also dass man sagt, okay, das ist jetzt hat mich jetzt ruiniert, das definitiv nicht, aber es ist natürlich, hat wehgetan, wenn man ein paar Tagen so viel Geld verliert, aber es war halt wirklich der Lerneffekt, dass der einzelne Trade vollkommen unwichtig ist, sondern es ist das langfristige Ergebnis. So, und deswegen darf man einen einzelnen Trade niemals überschätzen, sich definitiv nicht in diesen Trade verlieben, sondern muss einfach sagen, naja, okay, es ist ein Trade von vielen, wenn der halt nicht läuft, dann wird es der nächste oder der übernächste oder der überübernächste. Der Trade, ich lasse nicht zu, dass der Trade mein Ergebnis ruiniert, weil, was habe ich denn danach gemacht? Ich habe natürlich dann ein paar Tage erstmal nichts gemacht und als ich dann wieder angefangen habe mit Handeln, ich wusste schon dann relativ schnell, was ich falsch gemacht habe, habe ich natürlich aber aus ein bisschen aus Angst heraus viel kleinere Positionen gehandelt.
Also statt 900 bis 1000 Dollar Prämieneinnahme bin ich dann runtergegangen, vielleicht nur noch auf 300 bis 500 Dollar. Und was hat das zur Folge gehabt? Dass ich natürlich jetzt sehr, sehr lange gebraucht habe, um auch diesen großen Verlust wieder rauszuholen. Das heißt, ich war mehrere Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate im Drawdown, bis ich diesen großen Verlust, für damalige Verhältnisse großen Verlust, wieder aufgeholt hatte. Und heute habe ich ja für mich das Ziel, dass ich sage, ein Drawdown darf nie länger als 3 Monate dauern. Ein Daytrader kann das ein bisschen kürzer halten, ein Positions- oder ein Langfristinvestor hat auch vielleicht mal 2-3 Jahre Drawdown. Aber das war alles nicht so entscheidend. Wichtig war wirklich, dass ich gelernt habe, du darfst dir von einem einzelnen Trade niemals dein Jahresergebnis kaputt machen lassen. Und deswegen, weil ich habe im Ankündigung oder ganz am Anfang gesagt, oder im letzten Video habe ich gesagt, ich sage euch mal den schlechtesten Trade 2015 und den gab es nicht. Also den gab es danach nie wieder. Ich habe danach nie wieder Trades gemacht, die mir mein Jahresergebnis verhagelt hätten. Es gibt immer mal Trades, wo man sagt, ah, das ist jetzt ärgerlich und der war ein bisschen mehr als gedacht. Und es wird auch mal passieren, dass ein Trade vielleicht, ihr wollt den bei, wer jetzt Future Option handelt, bei 100% Minus schließen und dann springt er dann doch mal über Nacht und müsst bei 200 oder 300% schließen. Aber meine Positionsgrößen sind mittlerweile so gewählt, dass mir kein einzelner Trade mehr wehtun kann. Egal was passiert, mir kann nichts mehr wehtun. Ich weiß, jeder einzelne Trade ist an sich so unbedeutend, dass ich ihn auch streichen könnte. Aber die Gesamtheit der Trades, die bringt mir letztendlich meine Performance. So, jetzt kennt ihr alle meinen größten Tradingsfehler im Optionshandel. Das heißt nicht, dass es der einzige war. Da gab es noch ganz, ganz viele. Schreibt mir mal eure Erfahrungen rein. Was waren eure größten Fehler, die ihr beim Optionshandel überhaupt oder überhaupt beim Börsenhandel gemacht habt? Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video und vielleicht ist auch der ein oder andere Punkt dabei, den wir dann nochmal mit aufgreifen können. Euch alles Gute, schöne Zeit, bis demnächst und es passt nichts besser als unser alter Spruch, hier mal wieder gesagt, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Servus, macht's gut.